Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir und zwar meine Make-up Collection. Und das ist in mehreren Parts aufgeteilt. Das heißt, ihr seht jetzt dieses Intro jedes Mal, bevor ihr einen Teil meiner Make-up Collection seht. Und nur so vorab, ich weiß, ich habe extremst viel Make-up und es ist nichts, wo ich sage, oh, ihr müsst das auch haben oder so. Es ist einfach, Make-up macht mich glücklich, Make-up ist einfach, ich weiß nicht, ein Riesenteil meines Lebens und ich liebe Make-up und ich weiß, dass niemand auf dieser Welt so viel Make-up braucht, aber es ist mein Geld, ich habe entschieden, mit meinem Geld Make-up zu kaufen und ja, ich liebe meine Make-up-Collection, auch wenn ich weiß, es ist zu viel, aber ja, es macht mich glücklich. Ja, das kann ich dazu sagen. Aber ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video, aber genau, das wollte ich nur noch sagen. Also wie gesagt, ihr braucht bitte verspürt nicht den Druck. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch so viel Make-up. Nein. Nein, gebt euer Geld aus, was euch glücklich macht. Und wenn das Make-up ist, sicher kauft ihr eine Lidschattenpalette. Also wie gesagt, tut's das, was euch glücklich macht. Und bei mir ist es halt Make-up. Das macht mir Spaß. Ich liebe Make-up, wie man unschwer erkennen kann. Und ich hoffe, euch gefällt meine Make-up-Collection. Ich wollte mal eine Serie machen, wo ich euch mein ganzes Make-up zeige. Und let's do it. Das heißt, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und abonniert meinen Kanal. Das würde mich voll freuen. Und lasst vielleicht auch ein Like da oder kommentiert es mir auch was Schönes. Was sagt ihr? Was gefällt euch in meiner Collection? Let me know. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. So, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Und zwar werde ich euch heute meine Lippen-Collection zeigen. Ich sitze hier ganz gemütlich mit einer Tasse Tee und natürlich auch Sweatpants. Wie sollte es anders sein? Und übrigens, es sind so ein paar Stückchen und was weiß ich alles auf dem Boden. Das ist Dreck und das ist meistens vom kleinen Macho. Also, und wenn ich weiß, wer der Macho ist, ist mein süßer kleiner Engel und zwar meine Katze. Okay, let's do this. Lips. Ich würde aber sagen, okay, doch, es sind wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Produkte. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt einfach. Und zwar tun wir das mal entleeren. Hier haben wir mal eine Box. Und da hinten haben wir auch, wir haben a lot of stuff. Wir haben ein paar Sachen, die ich noch nie getestet habe. Und zwar, da sind sie. Und da habe ich auch noch eine Box. Also beginnen wir mal so ein bisschen, what do I have? Und zwar, ich weiß noch nicht, ich denke, ich werde so versuchen, jetzt am Anfang so die Revolution-Produkte rauszusuchen. Und dann machen wir es so ein bisschen so. Und es sind, wie gesagt, es sind Produkte, die ich noch nicht getestet habe. Und es gibt Produkte, die ich schon getestet habe. Und zwar, ich weiß nicht, warum das das erste ist, was ich rausnehmen will, aber die sind so toll. Das sind von iHeartRevolution diese Tasty Watermelon Glosses. Die sind super ähnlich zu wie heißt die, von Aristocrats, der Lip Gloss, den ich auch in meinem aufgebraucht habe. Sehr ähnlich dazu. Aber sie sind, finde ich, sehr schön, vor allem im Sommer. Aber die Haltbarkeit von denen ist jetzt nicht super gut. Aber es sind wunderschöne Gloss. Also ich finde die ganz toll. Die sind ganz schöne Schätze meiner Collection. Da haben wir auch von Revolution. Das war dieses, oh Gott, wie hat das Set geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall dieses Gloss-Set auf jeden Fall. Das sind auch super cute Glosse. Eben ein Clear One. Ich finde, man kann nie genug Clear Ones haben. Und den, ich muss jetzt nur schauen, fokussiert das dann eh auch immer? Oder fokussiert das eigentlich nur auf den Hintergrund? So ist wahrscheinlich besser. So sehen die eben aus und die sind super very cute. Ich mag die wirklich sehr gern. Und das sind schöne Glosse. Auch die zeige ich euch nochmal von nah, wenn es nicht fokussiert hat. Auch wunderschöne Glosse. Und die sind auch, ich würd euch die vor allem empfehlen, im Sale oder so. Da kann man die super billig ergattern. Und dann ist es definitiv das Geld wert. Was haben wir hier? Haben wir Glosse? Die mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, war da ein Vierter oder waren das nur drei? Ja, ich glaube, es waren nur drei. Ich habe die bis jetzt nicht mehr benutzt. Und zwar, da gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal mit diesen wundervollen Glossen. Und zwar sind das diese Two-Faced Lip Injections. Also, das hat so
so weh getan. Ich weiß, ich fand das nicht angenehm. Ich weiß nicht. Ich fand die Gerüche, die zwei haben sehr, sehr gut gerochen. Der riecht nach gar nichts. Also ich find die an und für sich sehr hübsch und es sind wirklich schöne Glosse. Aber, it hurt. Also es hat wirklich, 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 wirklich weh getan. Aber es sind cute Glosse. Dann machen wir weiter. Was haben wir noch? Und den, ja, den habe ich jetzt schon länger. Und zwar ist es von Revolution, der Make-up Revolution, eben so Liquid Lipstick in Regine. Ja, ich fand die Farbe wunderschön. Die Farbe ist auch wunderschön. Aber ich muss dazu sagen, es hat halt wirklich. Es hat einfach wirklich, war nicht gut. Aber ich will ihn auf jeden Fall nochmal ein bisschen probieren und schauen, ob ich ihn irgendwie, ob es irgendwie funktioniert. Aber im Großen und Ganzen, oh, ja, nein, der war eigentlich nicht gut. Also den würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Wenn ich jetzt so meine Lip Collection habe, was würde ich euch empfehlen? Würde ich jetzt den nicht unbedingt empfehlen. Was haben wir noch? Da haben wir, das war ein Set, das ist schon älter. Ich glaube, der andere ist, aber egal. Da haben wir auf jeden Fall den, das ist ein wunderschöner Gloss, ist so ein pigmentierter Gloss. Ja, der war in einem Set drinnen, das weiß ich. Der war hundertprozentig in einem Set drinnen. Dann haben wir von ABH den Lipgloss. Der war recht schön. Aber es ist, muss ich dazu sagen, nicht meine Favorite Color. Oder? Das war doch ein Lipgloss. Ja, das war hier ein Lipgloss. Also den habe ich jetzt auch nicht so viel benutzt. Ich muss dazu sagen, die meisten Lip-Produkte, die ich benutze, sind halt die, die in meinem aufgebraucht sind, weil ich mich einfach auf die dann halt fokussiere. Das ist von Anastasia Beverly Hills ein kleiner Liquid Lipstick. Auch, es ist eine schöne Farbe, eine richtig schöne Winterfarbe. Also jetzt halt momentan nicht wirklich das, was ich benutze, aber auch ein cuter. Und das sind übrigens Mini-Größen. So, what's next? Ah, die sind richtig cute eigentlich. Die werde ich vermutlich dann nächstes Jahr in mein Aufgebraucht geben, weil die müssen dann schon aufgebraucht werden. Aber die sind super, super cute. Und zwar, die muss ich euch natürlich aufmachen. So sehen die aus. So sind die Farben. Richtig, richtig cute. Ist so ein richtig schönes. Das war so ein Sommerset, kann ich mich erinnern. Die sind super, super mini. Die schauen jetzt vielleicht nicht so super mini aus, aber die sind super, super mini. Das heißt, man hat jetzt nicht wirklich lange davon was. Also ich hätte das für Full Price hätte ich es vermutlich nicht jetzt empfohlen, weil einfach du bekommst extremst wenig Produkt. Außer man hat eine riesen Collection, so wie ich. Dann finde ich Mini-Größen sehr, sehr praktisch. Aber wenn man wirklich nur so ein paar, sagen wir, fünf Lippenprodukte hat, dann sind Mini-Größe an und für sich sehr unpraktisch, finde ich. Da habe ich übrigens noch einen Lipgloss von ABH. So sieht der aus. So ein bisschen so ein Duochromatic Holo-Effekt. Ja, also das auch. Ich muss dazu sagen, ich finde halt, sind das jetzt meine Favorite-Glosse? Nein, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber sie sind jetzt nicht schlecht. Hier habe ich dann noch. So, noch so ein Miniset habe ich mir gekauft. Das war jetzt so ein ganz normales Miniset. Da zeige ich euch auch die Farben. Das sind hier die Farben. Die sind so ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr so. Ja, ein bisschen dunkler einfach. Nicht so sommermäßig, aber sie sind auch, finde ich sehr, sehr cute. Sind auch hier wirklich mini, mini, mini. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber auf jeden Fall. Ja, ich bin froh. Ich finde, ist es jetzt meine Favorite-Formulierung? Nee, aber sie ist auf keinen Fall schlecht. Sie ist auf keinen Fall schlecht. Aber da habe ich noch so ein kleines Miniset. Und das, glaube ich, waren dann eh schon alle meine ABH-Lippenprodukte. Ich glaube, ich habe den noch nicht einmal benutzt. Den habe ich wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Muss ich wirklich dazu sagen. Den habe ich wirklich schon lange. Aber ich habe den halt noch nie wirklich benutzt, muss ich jetzt dazu sagen. Jetzt will es irgendwie nicht fokussieren, oder? Hello, fokussiere on the sleek one. Hallo? So, ja, also so sieht er aus. Ja, also ich weiß nicht. Der ist wirklich, ja, der ist noch unbenutzt und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe halt so viele Lippenprodukte doch, die ich halt einfach lieber mag. Deshalb ist es halt schwer. Da haben wir die gibt es auch schon
urlange eigentlich. Das sind die von Catrice, diese Multi Matte. Die, glaube ich, sind, das sind noch die unbenutzten. Die müsste ich auch bald aufbrauchen. Aber es sind, das ist wirklich, das war wirklich eine richtig tolle Formulierung von Catrice, muss ich wirklich dazu sagen. Das waren richtig, richtig schöne Lippenstifte. Die sind so richtig, die haben so ein creamy matt Finish, aber richtig, richtig schön. Also ich habe das, ich habe da von der, war das, ja, die Farbe, glaube ich. Ich glaube, es war die Farbe oder es war die Farbe, ich weiß es nicht. Hatte ich, glaube ich, drei Stück und ich habe zwei, habe ich komplett aufgebraucht gehabt. Ich habe die so oft benutzt, ich habe die geliebt. Ich fand die richtig, richtig toll und es sind wirklich tolle Lippenstifte. Aber die gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Aber ich habe sie trotzdem jetzt noch behalten und ich würde sie auch gern aufbrauchen, weil sie eben wirklich schön sind. Und dann habe ich hier, das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht, habe ich vom Body Shop eben den Matte Liquid Lipstick in The Body Shop. Der riecht so, so gut und auch die Farbe ist wunderschön, wie ihr sehen könnt. Aber riecht so, es riecht so nach Süßigkeiten, wirklich wunderschön. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt sagen würde, er ist besser wie die NYX, wie heißen die denn, die NYX... Diese nix kleine Liquid Lipstick, diese Cream Liquid Lipsticks übrigens, das will nicht fokussieren. So, also das weiß ich nicht. So, was haben wir noch? Den haben wir auch. Den habe ich den, ja, den habe ich, glaube ich, benutzt. Und zwar ist es von Catrice oder ich habe ihn geswatcht. Den Advent Calendar, so sieht der auch aus. Ist auch, ich meine, ich habe gar nicht so viele Rottöne, glaube ich. Wir betonen auf, glaube ich. Aber ich will den dabei noch behalten. Dann haben wir von Trend It Up den High Shine Lip Gloss. Auch ich muss dazu sagen, Lip Gloss ist das einzigste an meinen Lippenprodukten, wo ich so überhaupt keine Sorgen habe, dass ich das aufbrauche. Weil ich einfach Lip Gloss wirklich, wirklich viel benutze. Und einfach, das trägst du einfach viel mehr nach. Und im Sommer benutze ich eigentlich fast nur Lip Gloss. Also ja, deshalb, Lip Gloss ist nicht so mein Problem. Da, den weiß ich jetzt aber nicht. Und zwar ist es von NYX, der Intense Butter Gloss. Aber der ist in Purple. Und ich trage schon solche Crazy Colors. Das ist es nicht. Aber ich benutze halt solche Crazy Colors eher mehr im... Eher mehr als matt, eher mehr als Liquid Lipsticks. Und da habe ich eben meine Jeffree Star Liquid Lipsticks. Und das sind meine Crazy Liquid Lipsticks. Also da weiß ich eben nicht, ob ich das als Gloss so schön finde. Ich habe ihn noch nie getragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht für ein paar Videos, dass ich ihn da benutzen werde. Weil, ja, vielleicht, dass ich so irgendwie mache. Aber auf jeden Fall, den habe ich auch. Was habe ich hier noch? Dann habe ich auch noch von Trend It Up. Die meisten, also eigentlich fast alle Trend It Up Produkte sind vom, oh mein Gott, vom Adventskalender so. Und das ist auch, das ist so eine schöne grungy Farbe, aber für mich auch eine, definitiv eine Winterfarbe. Und das ist eben der Ultra Smoky Lipstick. Aber ich weiß gar nicht, ob die im permanenten Sortiment, ob man die dort bekommen kann oder ob das eben nur so Limited Editions für den Adventskalender waren. Dann habe ich von Urban Decay, das ist auch so ein kleiner Mini, der ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ist so ein Mauve-Ton, wirklich sehr, sehr, sehr cute. Find den auch nicht schlecht. Ich finde, der ist so ähnlich wie die von Anastasia Beverly Hills. Also, ob man dann Urban Decay oder Anastasia Beverly Hills hat, ist auch egal. Ich muss aber dazu sagen, ich ganz ehrlich finde die Urban Decay-Verpackungen schon mehr expensive aus. Also, die haben mehr so dieses expensive feeling, aber es ist wirklich, it's a beautiful lipstick, sehr, sehr, sehr hübsch. Dann, meine Freunde, machen wir, ich weiß noch nicht ganz, ich möchte auch ein bisschen Revolution machen, bevor ich Jeffree Star mache, weil Jeffree Star, ich weiß nicht, what happened, aber wir haben einfach extremst viel Jeffree Star. Da habe ich drei so übrigens so Lipsets von Revolution X Friends, die habe ich noch nicht ausgepackt. Werde ich jetzt auch nicht machen, aber das ist eben ein Lipgloss, ein Liquid Lipstick und ein Lip Liner drinnen. Finde die Sets super, super cute, aber ich behalte sie jetzt unverpackt. Dann halten sie auch natürlich viel, viel länger, wenn ich sie jetzt nicht aufmache und swatche und so. Das heißt, die habe ich auch in meiner Collection. Genauso wie die muss ich jetzt aber irgendwann mal austesten. Und zwar von ColourPop habe ich die Villains Misunderstood Collection. Finde das so, so, so cute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Das ist halt,
Ja, ich weiß nicht, ich habe mich halt einfach, ich fand das so hübsch, dass ich mich einfach nie getraut habe, sie wirklich zu benutzen. Aber ich weiß, dass ich es machen muss. Die sind auf jeden Fall in meiner Liste schon drinnen, die müssen bald aufgebraucht und auch benutzt werden. Aber die sind eben noch komplett neu, die habe ich noch nicht ausgepackt, aber das ist wirklich schön, richtig cool. Genauso wie, da habe ich nämlich auch eine Bestellung gemacht, und zwar ist es Come Fly With Me. Das sind eben auch so, das sind so mehr so rosige Töne eben drinnen. Das sind die, und ich liebe diese Formulierung an und für sich von den Lux Lipsticks. Da habe ich nämlich einen, der ist aber, glaube ich, in meinem aufgebraucht, und ich liebe die Formulierung. Und da habe ich mir gedacht, da kaufe ich mir so ein kleines Set. Habe ich aber bis jetzt, wie gesagt, noch nicht probiert und wird auf jeden Fall, werde ich eh demnächst dann machen. Aber es ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Das waren auch, finde ich, ColourPops Prime Time. Also da war ColourPop noch eines der Top-Brands. Mittlerweile, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie sind sie nicht mehr das, was sie einmal waren. Da habe ich jetzt, suche ich gerade die ganzen, diese Lip Oils von Revolution and Pebbles, Fruity Pebbles. Die sind nicht schlecht, aber die sind keine Lip Oils. Das sind Lipglosse. Wir sehen ganz an dieser Formulierung. Es dauert halt extremst lang, bis es dann so runterkommt. Also das sind einfach keine, das sind keine Fruit, also keine Lip Oils für mich. Das sind einfach Lipglosse. Sie sind nicht schlecht, aber es ist halt, es ist kein Wow-Moment. Plus, dass sie eben so einen 90s-Applikator haben, was natürlich cute ist, aber irgendwie musst du halt, wenn du das so hältst, wenn es noch voll ist, hast du vielleicht Glück und es kommt Produkt. Aber an und für sich müsstest du es so halten, damit das Produkt natürlich hier runtergeht und dann beim Roller nämlich dann runtergeht. Also es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ich bin einfach kein Fan von ihnen. Sie sind zwar irgendwie cute, aber von der Collection würde ich auf keinen Fall die Lip Oils kaufen. Sondern was ich von der Collection kaufen würde, wären die Lipglosse. Ich glaube, einer fehlt mir noch. Einer müsste hier irgendwo dann noch sein. Ah ja, schau, da habe ich schon den. Und zwar, es sind nämlich vier, denke ich. Und zwar, so sehen die aus. Die sind richtig, richtig schön. Das sind so richtig pigmentierte Glosse. Das heißt, du hast ein Basispigment bei diesen Glossen, aber es sind wunderschön. Und hier ist so ein ganz basic Clear Gloss, was ich finde, kann man eigentlich nie genug haben. Also ein Clear Gloss finde ich einfach wunderschön. Riechen auch ein bisschen nach Schokolade. Also ich finde die sehr, sehr, sehr cute. Ja, ist halt die Frage, ob man den Geruch mag, aber ich finde, das sind wirklich, wirklich schöne Glosse. Das ist, yes, das ist, that's the good stuff. Dann haben wir hier auch noch zwei Glosse, die waren im Adventskalender, glaube ich, drinnen. Das heißt, die habe ich noch gar nicht ausgetestet, sind aber sicher auch diese pigmentierten Glosse von Revolution, sind schön, mag ich. Und das sind auch, finde ich, sehr, sehr, sehr zwei schöne, sehr, sehr schöne Farben. Dann habe ich hier mal ein bisschen Too Faced. Und zwar von Too Faced habe ich diese Liquid Lipsticks. Die Liquid Lipsticks von Too Faced und von Jeffree Star Cosmetics sind die besten Liquid Lipsticks, die es auf dem Markt gibt. Ich hab persönlich jetzt nicht so viele Liquid Lipsticks, aber zum Beispiel den von ABH mag ich nicht so gern wie die. Ich finde, das ist super angenehm. Es wird nicht so super crusty. Ich mag einfach die von Too Faced. Und die von Too Faced riechen auch. Das heißt, wenn man sagt, oh mein Gott, ich will sowas. Vor allem eben, das sind die ganzen Christmas Editions. Wenn man sagt, man möchte einen riechenden Liquid Lipsticks, sind die von Too Faced einfach perfekt. Und jetzt haben wir ein Haar hier. Sind die einfach wirklich perfekt. Ich finde die super, super cute. Und es möchte nicht fokussieren. So, super, super cute. Die sind ganz, ganz toll. Ja, liebe ich. Den habe ich von Too Faced noch gar nie ausgetestet. Das werde ich dieses Jahr vermutlich machen. Der riecht auch super, super cute nach Lebkuchen. Auch ein ganz, 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 ganz hübscher. Und ja, Too Faced ist natürlich sehr, sehr cute. Muss man mögen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die Too Faced jetzt nicht unbedingt mögen. Ich mag Too Faced sehr, sehr gern. Dann habe ich von Too Faced, den habe ich aber noch nicht geöffnet, und zwar ist das der Liquid Lipsticks in, wie heißt der? Das ist auch eine Limited Edition, und zwar Pumpkin Spice. So sieht der aus. Auch richtig cute. Der sieht schon so ein bisschen zerteilt aus, aber der ist sehr, sehr cute. Den habe ich auch noch gar nicht benutzt. Also auch, und der war eben mal in der ersten Limited Edition. Die habe ich eh auch noch
von den Liquid Lipsticks und der ist richtig schön und riecht auch so, so, so gut. Ich liebe den, der ist richtig, richtig nice. Und dann haben wir eben dieses Jahr, das war glaube ich letztes Jahr, also das ist dann alles, das ist 2020 und das ist 2021 so. Und zwar war das eben die Melted Matte Limited Edition und das ist Cinnamon Rolls, also eben passend zur Palette. Das war glaube ich auch passend zur Palette, weil da war es die Pumpkin Spice Palette und da war es die Cinnamon Rolls Palette. Und wie gesagt, den habe ich auch nicht getestet, aber ich liebe die Liquid Lipsticks von Too Faced. Also das ist jetzt nichts, wo ich meine Meinung irgendwie so bekennen muss, weil ich weiß, ich liebe die. Die sind einfach super, super toll. Und dann habe ich hier, das war in einem Adventskalender auch von Revolution, und zwar der Revolution Friends Adventskalender. Und zwar ist das eben, da war so ein kleiner Lippenstift drinnen und auch sehr, sehr, sehr hübsche Farbe und sehr cute. Dann haben wir auch noch von Friends Revolution den Lipstick for Men. Für alle, die Friends gucken, wissen genau, was das für ein Reference ist. Sehr, sehr, sehr cool. Und so sieht eben die Farbe aus. Er ist nicht blau. Also man kann ihn auch ein bisschen bläulich aufbauen. Also wenn ich hier jetzt wirklich extremst viel, kriegt er schon einen kleinen Blau. Aber wenn ich jetzt wirklich nur so normal, wie ich einen Lipbalm benutze, dann hat es so ein bisschen ein White Cast, aber jetzt nicht wirklich irgendwas Dramatisches, ja. Also ich finde es nicht so schlimm. Aber man kann es natürlich auch, man kann ihn auch blau aufbauen, wenn man das möchte. Aber ich benutze ihn eigentlich mehr so zu Hause, wenn ich halt einen Lipbalm oder sowas brauche. Ja, und dafür ist er recht nett. Ist jetzt nicht mein Favorite Lipbalm, aber ist recht nett. Und den habe ich eben zweimal gekauft, weil ich mir gedacht habe, I need it. Das heißt, den habe ich doppelt. Das ist richtig cool. So, hier komme ich noch mit einer Box. Und zwar, hier habe ich nämlich noch, das sind auch, glaube ich, das sind alles so Lipglosse, die in so Sets waren, die ich aber noch nicht ausgetestet habe. Also, beziehungsweise ausgetestet, aber die ich noch nicht benutzt habe. Das heißt, die sind noch verschlossen und halten natürlich deshalb auch viel länger. Deshalb sage ich ja, liebe Leute, ich habe ein System für diese Collection. Und deshalb sind die noch verschlossen, dass die eben länger halten sollen. Und das sind alles sehr, sehr, sehr hübsche Farben. Dann habe ich hier drei Backups von meinen Revolution X Sof Lippenstiften. Die sind noch verschlossen, die werde ich nicht öffnen. Ich habe jetzt noch, weil ich glaube, das sind die einzigsten, die ich noch habe. Also das sind die einzigsten Sof X Lippenstifte, die ich noch habe. Dann habe ich hier natürlich den Fudge, der ist ja, den habe ich nicht ganz aufgebraucht. Und deshalb habe ich noch ein bisschen was von Fudge übrig. Aber an und für sich habe ich, ja, das ist dann, glaube ich, sind die einzigsten Sof X. Ich muss dazu sagen, ich mag aber die neuen eh viel lieber. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, die habe ich auch. Dann, oh Gott, den habe ich noch. Das waren so Sachen, die wollte ich an und für sich austesten. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das ist gut, dass ich jetzt meine Collection da anschaue, weil die werde ich jetzt dann im Getestet irgendwann mal erwähnen, weil den habe ich noch gar nicht benutzt. Und zwar ist es von Linda Halleberry, ein Lippenstift. Sehr, sehr, sehr hübsch. Möchte ich auf jeden Fall, vor allem, der hatte, glaube ich, auch SPF drinnen. Und das fand ich so spannend. Genau, der hat SPF 15 drin und ist ein Moisturizing Perfection for Lips and Cheeks. Also ist ein Multi-Use Lipstick. Also den kann man natürlich auch als Cream Blush benutzen. Aber ich werde den werde ich auf jeden Fall in mein Getestet geben. Und dann in der näheren Zukunft werde ich den austesten. Aber der ist auch cool, cool, cool. Ich mag Linda Halberde. Ich finde, das ist wirklich cool. Dann habe ich hier, dann war der eine vom letzten Jahr und der war vom vorletzten Jahr. Und ich weiß gar nicht, ist das dieselbe Farbe? Ich muss jetzt mal gucken. Ist das dieselbe Farbe? Ich glaube, das ist dieselbe Farbe, Leute. Oder? Ja, oder? Das ist dieselbe. Weil da steht ja Nairobi Camellia in... Ja, 034. Das ist dieselbe Farbe. Okay, das heißt, das ist der ältere. Das ist auch gut zu wissen. Aber es ist auch spannend. Das heißt, da haben sie dieselbe Farbe einfach wieder im Adventskalender reingegeben. Die wollte ich auch unbedingt testen. Ich hoffe, die gibt es übrigens noch bei Revolution. Und zwar sind das solche Lip Oils. Die sind noch komplett verschlossen. Gut, die werde ich testen und da werde ich euch auch ein Feedback dazu abgeben. Weil ich liebe Lip Oils und vor allem im Sommer kann ich die dann jetzt endlich mal testen und euch da ein Feedback dazu abgeben. Aber sind sehr, sehr cute. Das war eben bei der Tasty, wie die Tasty Paletten neu rausgekommen sind. Dann haben wir hier noch einen neuen Lippenstift von, auch von Revolution und der heißt Potential. So sieht der aus. Auch very, very cute, finde ich. Also ist so ein Winter, so ein Braun. Er ist fast dieselbe Farbe, glaube ich, wie Sof X Fudge. Aber auch sehr nice.
Und da haben wir ein paar Jeffreys. Die Jeffreys gebe ich mal hier raus. Jeffrey, glaube ich, machen wir am Schluss, weil da habe ich am meisten davon. So, meine Lieben, jetzt ist dieser Part vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage jetzt vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwie jetzt ein weiteres Video von mir und könnt ihr meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!